Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Raid-Guide für den Raid Palast der Nerubar. Und zwar gehen wir heute zum Seidenhof. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen, denn viele von euch haben noch nicht abonniert. Gehen wir direkt mal in den Pool rein. Hier haben wir es eigentlich mit zwei Bossen zu tun, nämlich Anub Arash, das ist hier der dicke Käfer, und der dünne lange ist Takash. Oder auch liebevoll dick und doof genannt. Was wir als Tanks als erstes mal machen, ist, wir ziehen den dicken Käfer zu dem langen hin, damit wir so ein bisschen Damage auch auf beide machen, denn der lange ist ein Ranged DD, den werdet ihr nicht irgendwo hinziehen können. Wir haben so oder so einen geteilten Life-Pool, von daher passt das ganz gut, dass dann auch beide den Damage dann abbekommen. Und jetzt sehen wir gleich schon die erste wichtige Fähigkeit, nämlich die durchbohrende Eruption. Da geht Anub Arash, also der dicke Käfer, hin und wirkt in einem kegelförmigen Bereich vor sich so eine Welle. Da sehen wir es jetzt nach links rausgehen, da solltet ihr auf keinen Fall drin stehen. Dann sehen wir hier auch schon ein paar Adds, die solltet ihr immer einfach zwischen die Bosse ziehen. Die haben aber bestimmte Spieler anvisiert und verfolgen nur diese Spieler. Dann sehen wir hier schon die wichtigste Fähigkeit, die auf jeden Fall von euch eine Mechanik erfordert, nämlich der Sturmangriff. Ihr seht, Anub Arash holt aus und zwei Spieler müssen da oben so ein Kokon einsammeln und dann hier so ein Netz spannen. Ihr seht die gerade links im Bild, da markiere ich sie mal. Ja, und das muss da drüber gespannt werden, so dass Anub Arash da reinläuft, das seht ihr gleich, und dann quasi nicht durchkommt und gegen die Wand rennt, weil das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Wipe, ja. Ihr seht nachher noch, dass man es gegenheilen kann, aber das sollte man auf jeden Fall vermeiden, wenn es geht. So, in der Zeit ist er so ein bisschen gestunt. Da könnt ihr auf jeden Fall gut Damage machen. Hier habe ich euch nochmal diesen Kokon markiert. Teilt dafür auf jeden Fall Spieler ein, die den einsammeln und sich quasi die Möglichkeit holen, dann so ein Netz zu spannen. Ja, wenn Anub Arash dann wieder frei ist, zieht ihn wieder rüber zu dem Lang, damit wieder beide Damage kriegen. Und dann geht es auch schon weiter. Die fangen jetzt auch so langsam schon an, die Sachen parallel zu wirken. Also es ist jetzt gleich nicht mehr immer nur einer aktiv, sondern beide. Ja? Hier oben sehen wir jetzt nochmal gerade die Adds. Die fixieren halt irgendwelche Leute. Lasst euch auf keinen Fall von denen bekommen. Zieht sie irgendwie mit in die Mitte rein, wenn es geht. Ich habe jetzt hier auch mal meinen Death Grip benutzt. Hier müsst ihr euch ein bisschen verteilen dann, wenn ihr diese grünen Kreise bekommt. Ja, die sollten sich nach Möglichkeit nicht überlappen. Und hier haben wir schon wieder den nächsten Sturmangriff. Vorbildlich haben sich auch zwei Leute so ein Netz besorgt. Ne? Spannen das da hinten wieder. Anub Arash bleibt wieder hängen. Und das ist im Grunde auch die Zeit, wo ihr mal richtig Damage reindrücken könnt, weil er ja auch nichts macht in der Zeit. So, ich bin jetzt schon mal zu dem Langen rübergelaufen, weil ich noch die Agro habe. Dann kommt Anub, sobald er frei ist, automatisch zu mir gelaufen. Das könnt ihr im Grunde auch so machen, weil als Tank ist es auch vollkommen wurscht, auf welchen ihr jetzt draufhaut. Die haben ja ihn geteilten Lifepool. Bei 100% Energie will der Lange auch mal zeigen, was er kann. Dann springt er in die Mitte und legt in den ganzen Raum so klebrige Kuchenstücke, würde ich mal sagen. Und die explodieren nacheinander. Hier ist der Trick, einfach dahin laufen, wo gerade was frei geworden ist. Und lasst euch auf keinen Fall von der Explosion treffen, die macht böse Schaden. Das könnt ihr aber im Endeffekt auch relativ einfach runterspielen. Schaut einfach mal gerade, wie wir das hier machen. Immer einfach weiterlaufen und Schaden auf das Schild machen. Genau, irgendwann seid ihr dann auch durch diese Phase durch. Und Anub kommt wieder dazu und der Kampf geht weiter. Wie gesagt, die Fähigkeiten fangen jetzt immer mehr an, sich zu vermischen, weil auch beide Bosse aktiv sind. Jetzt kommen gleich nochmal die Adds, die fixieren wieder irgendwelche Leute. Und hier haben wir den Tankschlag gerade gesehen, den durchbohrenden Schlag. Ja, da ist es so, dass der getroffene Tank einfach mehr Schaden bekommt für einen bestimmten Zeitraum, das heißt in dem Fall abspotten. Warten, bis der Debuff ausgelaufen ist und dann wieder zurückspotten. Hier kommt der Netzvortex, auch eine weitere Fähigkeit. Da werdet ihr gebunden mit Netzen und müsst dann aus diesen Kreisen hier rauslaufen. Gleichzeitig kassiert hier noch der Tank natürlich den durchbohrenden Schlag. Wartet, bis das explodiert ist und dann rennt er einfach wieder zurück. Jetzt kommt die kataklystische Entropie. Ja, da seht ihr, da fliegen so blaue Bälle auf den Langen.
und diesen Cast darf er auf keinen Fall durchbekommen. Das heißt, jetzt müsst ihr tatsächlich Damage auf den langen machen, damit ihr sozusagen den Cast unterbrecht. Weil wenn der durchkommt, dann macht das auch unfassbar viel Schaden. Ist quasi das Pendant zum Sturmangriff von Anub. So, jetzt haben wir es auch gleich schon geschafft, zumindest was Fähigkeiten angeht. Hier haben wir nochmal den Netzvortex, wieder bindende Netze, wieder rausrennen. Gleichzeitig sind da noch Ads. Ne? Ihr seht jetzt auch mal gut die Strahlen auf die Leute, die fixiert wurden. Und jetzt haben wir noch eine Fähigkeit, die erstmal jetzt auch wieder alleine kommt und gleich dann in Kombination mit dem anderen Boss. Und zwar sind das hier so Kreise, da müsst ihr auch immer in die freien Stellen reinlaufen. Diese Kreise überschneiden sich teilweise auch, wenn ihr das so euch mal anguckt. Im Grunde braucht ihr nie wirklich weit laufen, es sei denn, ihr habt echt richtig viel Pech und steht genau mittendrin. Ja, da muss man einfach kurz überlegen, ist eigentlich total einfach, dem zu dodgen. Und dann einfach 2-3 Schritte nach links, nach rechts reicht. So, hier haben wir die letzte Fähigkeit, der Schwarm, da kommt ihr einfach alle in die Mitte, ne? Ihr seht, außen kann man sich gerade nicht so gut aufhalten. Und ja, wie gesagt, jetzt kommt irgendwie alles zusammen, ne? Hier kommen jetzt die Stacheln wieder aus dem Boden, ne? Diese Kreise, der Netzvortex und das macht im Grunde diesen Kampf am Ende so schwierig. Und hier ist es dann nämlich auch schief gelaufen, weil jetzt kommt auch der Sturmangriff parallel und da war gerade kurz ein Netz, das ist aber kaputt gegangen. Ja, und dann kommt Anub einmal durch und ihr seht, wie die ganze Gruppe gedroppt ist. Das sollte euch idealerweise nicht passieren. Chapeau an die Heiler, dass sie das hier nochmal gerettet haben, auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch schaffen, aber ihr werdet gleich sehen, die anderen Mechaniken spielen wir jetzt dann etwas sauberer runter und dann schaffen wir es auch, den Boss zu legen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass ihr das schaffen werdet. Kleiner Tipp von mir, macht mal die ersten Phasen so ein paar Mal. Ne? Die Bosse sind am Anfang, machen die immer erstmal alles einzeln. Und dann kommen die zusammen, die Fähigkeiten. Also im Grunde ist da so ein lernender Prozess in dem ganzen Kampf. Ja? Und wenn ihr das ein, zweimal gemacht habt, dann habt ihr das drauf. Und dann klappt es auch mit dem Seidenhof. Ich wünsche euch wie immer gut Loot, viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, euer SkyMax. Ciao. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Außerdem könnt ihr diesem Video einfach eine positive Bewertung da lassen.